Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Alice Madness Returns. Ich bin noch hier im in der Pausenbildschirm, möchte ich das mal nennen, beziehungsweise Ausrüstungsbildschirm, weil wenn ich jetzt aus der Pause hier hinausgehe, kommen direkt ein paar Geschwirre auf mich zu. Und nicht, dass ihr euch wundert über die sich geänderte Qualität sozusagen. Wie schon vorher erzählt, habe ich die ersten 5 Folgen noch mit meinem alten Headset-Mikro aufgenommen und nehme diese jetzt mit meinem neuen wunderschönen auf und hoffe, dass sich die Qualität ein bisschen verbessert hat und vor allen Dingen, dass dieses ganze Poppen, oh, das klang schmutzig, auf jeden Fall dieses P-Geräusch jetzt so deutlich minimiert ist. Das hat mich in den ersten Aufnahmen wirklich massiv gestört, aber ich denke, 5 Folgen stehen wir durch und ab Folge 6 ist dann alles schickimicki hoffentlich. Aber legen wir doch mal los. Ich habe keine Ahnung mehr, wie man gekämpft hat. Es war irgendwie mit dem Gamepad. Mal sehen, ob ich es hinbekomme. Ah, okay. Ah. Hier schon super los. Irgendwie konnte man doch. Wie konnte man noch? Ah. Okay. Na komm. Oh nein. Nein, verdammt, verdammt. Nicht bescheuert? Wo war denn? Ah, hier war es. So, weg, 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 weg. Ich drück doch weg. Au. Weg, weg. Gut. Okay, an der Stelle war das mit der Kamera. Ich muss mal wieder reinkommen. Ich habe die ganze Zeit mit Tastatur gespielt. Meine ganzen MMOs. Und muss mich erstmal jetzt wieder dran gewöhnen, wie es dann doch war. Au! Kleine Mistkröte. Wie das denn war, wenn man. Ich habe eine Schnauze. Aber ich glaube, die ganz vorsichtig an den Rand mal gehen. Da unten ist auch nichts. Oh, jetzt haben wir ja ungewollt in das Röckchen geschaut. Ich wollte aber wirklich nur gucken, ob es die Schnauze hier irgendwo draußen dran hängt. Aber das tut sie anscheinend nicht, oder ich bin blind. Gut, da hinten können wir auch nichts machen. Also das war das Messer. Hier konnten wir genau hüpfen. Okay, und das war Ausweichen. Okay, ich glaube, ich kriege es hin. Hier ist nichts mehr, oder? Nein, hier können wir auch gar nicht rein. Wieso ist denn diese anstrengende Musik die ganze Zeit? Ist hier noch ein Geschirr? Da. Oh, von mir. Ich dachte, du bist. Au! Kleine Mistkrücke. Au, nein, lass mich mal durch hier. Bin ich das Blatt auf den. Au! Versuchen wir mal den. Na? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Ausweichen-Knopf nicht immer so reibungslos funktioniert. Oder ich stelle mich einfach gerade zu blöd an. Und ich brauche Rosen wegen meinen blöden Anstellen. Ist hier was? Nein. Habt ihr Rosen für mich fallen lassen? Habt ihr es gehört? Von meinem rechten Ohr hat's gegrunzt. Jetzt links. Jetzt wieder rechts. Vielleicht hier um die Ecke. Hab ich hier irgendwas vergessen? Nein. Aber auch wenn das alles so ein bisschen alt und rostig aussieht, ich finde es wirklich wunderschön.
Es ist, als wäre sie hier irgendwo. Na? Gut. Ja, vermutlich. Ist sie da vorn? Ich hätte sie furchtbar gern, denn wir hören sie ja schließlich. Aber ich befürchte, ich werde sie irgendwie nicht zusammenkriegen. Ich gehe nur eine Runde rundherum und wenn ich sie dann nicht finde, verspreche ich, gehe ich weiter. Aber es klingt halt, als wäre sie hier irgendwo direkt. Falls ihr das Spiel schon mal gespielt habt und wisst, an welcher Stelle sich hier die Schnauze befindet, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich kann sie dann zwar nicht mehr holen, weil wir uns dann vermutlich schon im nächsten Level befinden, aber es wäre gut zu wissen. Ich meine, ich habe das Spiel auch schon gespielt, aber das letzte Mal, boah, das ist bestimmt schon über ein Jahr wieder her. Ich erinnere mich nicht mehr daran. Nein, ich weiß jetzt leider nicht, wo sie sich befindet, auch wenn sie sich extrem nah anhört. Können wir darüber schweben? Schaffen wir das? Ja. Und wir machen erstmal die hier auf. Nicht, dass da irgendwas auf uns wartet. So, wie hat man sich geschrumpft nochmal? Ich habe Angst, dass ich ausweiche. Ah, so war's. Oh, da ist was gemalt. Schweineschnauze. Und eine Erinnerung. Okay. Hier geht's eh nicht lang, würde ich behaupten. Sieht zumindest so aus. So, Platte Nummer 1. Nummer 2. Ich würde sagen, wir gehen erstmal rein. Schnauze, da bist du doch. Wissen wir, warum wir sie nicht gehört haben. Also nicht gesehen, meine ich. Gehört haben wir sie, ja. Wir nehmen uns erst noch das hier. Und das hier. Oh. Was machen die Zähne? Komm zu mir, Zähne. Okay. Anscheinend ein kleiner Grafikfehler oder sowas. Den kann ich auch nicht ran, stimmt's? Und wir hören uns mal diese Erinnerung an. Mein Herz ist offen, Alice. Nie verschlossen, nie versperrt. Es braucht keinen Schlüssel. Okay, das war unsere Schwester. Ich glaube, Lizzie hieß sie. Hier können wir eigentlich unbeschadet draufgehen. Ich springe hier immer mit Absicht, nicht, dass ihr euch denkt, die Linie geht doch durch. Es gibt dann irgendeine Stelle, eine Stelle, wo hier ein Mini-Abgrund ist. Und ich bin immer davon ausgegangen, dass es immer überall zu ist. Und dann bin ich diesen Mini-Abgrund runtergefallen. Und daran erinnere ich mich bis heute, weil ich es voll ärgerlich fand, dass das passiert ist. So, hier drüben ist nichts mehr. Nein. Also springen wir einfach sofort in diesen Strudel. Lassen uns zu der... Nein, bleib hier, bleib hier, bleib hier. Okay. Und wir fallen in den Abgrund. So, nochmal das Ganze. Hierher. Wir warten mal, bis wir wieder rübergetragen werden. In den Strudel. Na gut, ich hätte es zeitlich noch geschafft. Ich habe mich aber nicht getraut. Warten wir mal, bis die Platte zurückkommt. Okay, drauf. Dann in diesen Strudel. Ob wir da hochkommen? Ich weiß es nicht. Vielleicht können wir so hoch. Juhu! Wir haben ein paar Zähnchen mehr. Und wir springen mal auf diese Platte hier.
Die Zähne brauchen wir, wie ich glaube, ich schon mal in den vorherigen Folgen erzählt habe. Aber ich habe gerade was gehört. Ach, da ist so eine Plattform aus dem Boden gekommen. Okay. Wir drehen erstmal hier dran. Die Zähne brauchen wir zum Aufrüsten unserer Waffen. Wir haben ja die Warpike-Klinge, wir haben dieses MG-Pfeffermühlen-Ding und ich würde sagen, wir gehen erstmal dort rein, oder? Und wir haben später auch noch Hasenbomben, wenn wir die nicht jetzt schon haben. Ich weiß es gar nicht genau. Hier ist nichts, okay. Und wir haben das Steckenpferd. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt schon habe. Und den Schirm. Es kommt dann auch noch ein Schirm. Na komm her, Geschirrer. Oh, den nehmen wir noch nicht sofort. So. Na komm. Geköpft. Haben wir hier noch irgendjemanden? Nein. Und wie ich an der Klinge schon sehe, kann das sein, dass wir die schon aufgewertet haben in den ersten Teilen. Aber wir hören uns erstmal die Erinnerung an. Ziegel sind aus Stein, Alice. Ein Backsteinhaus ist, genau wie Gibraltar, immun gegen Feuer, Witterung und sogar gegen unanständige Berberaffen, falls es nötig ist. Okay. Ich hoffe übrigens, dass ihr nicht zu sehr mein... Habe ich die da drüben hochgeschraubt? Ja, ne? Dass ihr nicht zu sehr das Klacken meines Gamepads hört. Ansonsten muss ich mich mal ein bisschen umsetzen. Das ist ja... Oh, schaffen wir es dorthin? Ich warte mal, bis wir wieder hochgespült werden. Okay. Zähne sind nämlich immer gut. Ich hoffe, dass wir an diesem Pfosten hier vorbeispringen können. Knappe Sache. Oh, Schnauze. Aber wo? Von links irgendwo. Wir springen erstmal hier rüber. Sie ist nah. Da oben ist eine Flasche. Ist die Schnauze unter uns? Kann das sein? Ja. So. Und die wird ordentlich gepfeffert. Oh, super. Dann können wir uns die Flasche holen. Die Flasche bringt uns nicht direkt was. Sie ist quasi bloß ein Sammelobjekt. Aber sammeln ist immer gut. So, hier ist nichts weiter, oder? Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter hier hinein. Hier ist nichts. Oh, da hat sie sich aber rasant gedreht. Mit der Kamera. Ich mag diese Steampunk anhauchende Welt so extrem. Sieht wunderschön aus und ihr Kleid ist auch so hübsch. Um es mal von allen Seiten zu präsentieren. Oh. Ich habe eine Schnauze wieder gehört. Die grunzt hier bestimmt um die Ecke. Irgendwo links. Ich nehme an, wir... Eine fliegende Schnauze. Da unten. Ich nehme an, wir sterben, wenn wir da runterfallen, oder? Ich bin mir jetzt, um ehrlich zu sein, gar nicht so sicher. Ist hier denn irgendwas, was wir aktivieren können? Hier
sehe jetzt nichts. Aber Leute, wisst ihr, was wir machen? Ich stoppe die Aufnahme mal an der Stelle. Hör mal schnell rein, wie sehr man das Klacken meines Gamepads hört. Und fang einfach in der nächsten Folge wieder an, genau an dieser Stelle, wenn es wieder heißt Let's Play Alice Madness Returns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.